Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Unboxing hier bei Levis Card 1210. Und gerade läuft das Eröffnungsspiel und Rumänien hat einen Elfer bekommen. Mal schauen, was die machen. Und ja, der Ausgleich von Rumänien, Freunde. Ja, ich schaue mir gerade im Hintergrund die Europameisterschaft, die ja heute angefangen hat, an, Freunde. Und werde auch es nachzocken mit diesem Spiel hier, das exklusiv für die PlayStation-Konsolen rausgekommen ist. Also für die PlayStation 3 und die PlayStation 4. Ich glaube, die anderen Versionen für die One und so, ich glaube, da kann man PES 2016 mit einem Update auch diesen Modus dann, diesen Euro-Modus auch freischalten. Habe ich gelesen. Ich meine, es ist so. Ja, auf dem Cover ziert hier Wales, der walisische Nationalspieler, das Cover. Und wir bekommen hier zwei Spiele in einem. UEFA Euro 2016. Das ja heute angefangen hat, also in Frankreich. Und wir bekommen PES 2016. Pro Evolution Soccer ist mit dabei. Also das komplette Spiel PES 2016 und das DLC Euro 2016 ist mit dabei. So, was haben wir hier? 7 mal Euro Spezialagent, ein Ambassador Agent und 10 Wochen mal 10 GP in My Club Modus. Ja, das Ganze ist natürlich von Konami und das ist das offizielle lizenzierte Europameisterschaftsspiel. Ja. So, dann gucken wir uns mal die Rückseite an. Erlebe europäischen Fußball vom Feinsten. Offiziell lizenziertes Produkt der UEFA Euro 2016. Alle 24 Teams und Spieler der Endrunde. Enthält das Final Stadion Stade de France. Enthält die offizielle Trophäe und den offiziellen Ball des Turniers. UEFA Euro 2016, MyClub-Inhalte. Ja. Dann haben wir hier alle Modi und Features aus PES 2016. Also, wie gesagt, Euro haben wir hier, Euro 2016, sowie weitere herausfordernde Wettbewerbe von PES 2016, Meisterliga, MyClub und mehr. Online gegen andere PES 2016 Spieler antreten, das ist auch möglich. Und darum geht's, Freunde, um diesen wunderschönen Cup. Treten halt 24 Mannschaften an. Wobei hier zwar alle vertreten, aber 15 sind komplett lizenziert, also sind dann original nachgebildet und original lizenziert. Alles ist auf dem neuesten Stand. Ja, und Türkei ist ja mit dabei in der Meisterschaft. Das freut mich natürlich sehr und ich bin schon sehr aufgeregt. Freue mich auf jeden Fall auf dieses Turnier. So, wir haben hier neben Euro auch, also Euro 2016 auch, den Supercup, die Champions League und die Europa Liga. Also ist das offizielle Spiel dazu. Über 400 Mannschaften mit 10.000 echten Spielern, 2.000 davon fotorealistische Gesichter. Ja, und das sind die Ligen, die auch im Spiel sind. Ah, fokussier mal eben. Ja, bin ich so richtig. Ja, ich zeige es euch mal kurz hier. Diese sind halt dabei. Auch wenn meine Kamera jetzt nicht fokussieren will. Ich denke, ihr wisst, welche das sind. The Pitch is Ours. Natürlich muss man bei einem offiziellen lizenzierten Spiel so ein dickes, fettes Ding draufklatschen. UEFA Euro 2016. Ein sehr schönes Aufkleber. Wobei der verdeckt hier ein paar Informationen. Also 1 bis 4 Spieler ist im Singleplayer möglich. Im Netzwerk 2 bis 22. Natürlich Voraussetzung ist PSN Plus. Mindestens 25 GB auf der Festplatte. Alle gängigen HD-Formate und PS Vita wird im Remote Play unterstützt. Ja. Dann packen wir das Ganze mal aus. Während im Hintergrund das Spiel läuft, ich gucke gleichzeitig das Game, Freunde. Ja, das ist natürlich schön im Sommer so einen Monat lang
Fußball vom Feinsten. Die besten Mannschaften treten an. Natürlich für mich ganz wichtig, Türkei. Ihr könnt mir gerne unter den Kommentaren schreiben, wer eure Favoritenmannschaft ist. Meine ist ganz klar Türkei. So, da haben wir es ausgepackt. Ja, das hätten sie ein bisschen besser machen können. Vielleicht hier so ein bisschen runter. Hier drauf klatschen. Oder hier drauf. Oder keine Ahnung, hier hin. Aber nein, es muss so sein. Okay, ich guck mal kurz rein. Oh, da sehe ich einen Code, Freunde. Okay. Ja, Werbung. Okay. So, da haben wir die Blu-ray. Also PES 2016 plus Euro 2016 DLC. Also man bekommt theoretisch zwei Spiele in einem. Ich habe dafür 19,99 Euro bezahlt. Ich denke, das ist okay. Wenn man bedenkt, dass PES 2016 alleine zurzeit, ich glaube, so ungefähr 30 Euro kostet. Und der DLC dabei, ah, super. So, da haben wir hier eine kleine Anleitung, wie das Spiel so funktioniert, welche Möglichkeiten ihr habt, Dribbling und Schießen und so weiter hier, und linker Stick, X-Taste, Viereck-Taste und so weiter. Und dahinter Steuerung ohne Ballbesitz. Boah. Dann haben wir hier Werbung zur PES League und Freunde, noch ein Code halt mit diesen Sachen für MyClub. Okay, ich muss wieder rein. Ich bin schon richtig aufgeregt, Freunde. Oh, Fußball ist geil. Und damit werde ich es nachspielen. Ach, der Husten. Es muss jetzt. Okay. So, ich werde ein paar Gameplay-Videos dazu hochladen, eventuell die Partien nachspielen, mal gucken. Also bleibt am Ball, Freunde. Abonniert, kommentiert und gebt Daumen, da wird sich der Levis freuen. Ich sag bis demnächst. Bye, bye.